30. März, 3.10 Uhr. Bin von einem Traum aufgewacht. Die grüne Meeresschildkröte schwamm auf mich zu und stieß gegen die Glaswand zwischen uns. Immer wieder. Wir hatten Blickkontakt. Und plötzlich war da eine unendliche Sehnsucht in mir. Ich wollte sie in meinen Armen halten. Ich konnte das Muster auf ihrem harten, kaffeebraunen Rückenpanzer erkennen, wie in Holz geschnitzt. Die weiche, weiße Haut am Hals und an den Flossen. Ein dickes Kind mit kurzen Armen. Und immer wieder kollidiert sie mit der Glaswand, die uns trennt. Das Maul hat was von einem Schnabel.